mein Gott. Ja, Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kevin. Und? So, früh morgens am Start und wir fahren jetzt nach Hamburg. Yes. Taxi steht schon unten. Genau, wir haben jetzt 6.20 Uhr. Ist jetzt ein kleiner Vlog, wird das. Wir sind wegen einem Videodreh in Hamburg. Genau. Haben wir jetzt gedacht, komm, filmen wir das Ganze mal. Wir nehmen jetzt gleich den Flieger und wir haben ein richtig nices Hotel schon am Start. Ja, Mann. Ja, ab zum Flughafen Köln-Bonn. Genau, wir nehmen uns jetzt mit. Oh, und würde ich sagen, hey, go! Auf geht's zum Terminal. Übrigens, Leute, das ist Kelvins erster Flug. Yeah. Ja, wir werden seine Reaktion gleich filmen, auf jeden Fall. Wird nice werden. Das ist mein zweiter Flug. Also ich bin, zweiter, ne? Ja, genau. Also wir sind beide noch sehr krasse Anfänger, genau. Also was Fliegen angeht. Ja, du fliegst ja bald in Urlaub, da fliegst du auch noch. Und ich flieg auch wieder in Urlaub. Ja, Mann. Also jetzt den Sommer. Wir kennen uns hier gar nicht aus, wir keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wo wir einchecken müssen. So, für unterwegs haben wir ein Büchlein noch am Start. Genau. Damit du dich auch weiterbilden kannst, beziehungsweise genau. Wir gucken uns das Buch an. Ihr wisst ja Bescheid, Weiterbildung ist das A und O. Ich würde sagen, ja, wir wollen immer noch einchecken. Check-in suchen wir nach. Ja, dann checken wir in und dann trinken wir einen schönen Cappuccino. Leute, so früh am Morgen braucht man erstmal einen Cappuccino. Kapo, Leute, ihr wisst sonst sind wir nie so früh wach. Ja, Mann. Wir haben 7.30 Uhr, 8.10 Uhr geht's los mit dem Flieger. Dauert einfach eine Stunde nach Hamburg. Obwohl es in Deutschland ist, ne? Ja. Man denkt immer, es geht voll schnell. Ich dachte auch, Alter. Ist schon aufgeregt, Junge. Ach, nee, überhaupt nicht. Ja, ist so. Heute eine krasse Achterbahn durch. Ja. Guck mal, wie das so aus. Riesig groß hier. Witzig. Mal gucken, wie es wird. Oh, die Kapos sind leer, Leute. Wir haben schlechte Nachrichten. Ja, Mann, der Flieger verspätet sich um eine Stunde. Ja. Und ja, ich glaube, da wird noch einer fließen. Und noch ein Snack. Ich glaube auch einige. So, ab in den Flieger. Ab in den Flieger, da steht er schon. Ist schon Schiss. Alles entspannt, Digga. So, sind jetzt auf unseren Plätzen leider nicht am Fenster. Ich glaube, hier kommt noch jemand hin. Leute, wir haben die Reihe für uns gesehen. Yeah, keiner neben uns. Es geht los. Yeah, gerade am Rollen. Wie geht's dir? Oh, gut, gut. Wir sind offiziell in Hamburg. Yeah! Ja, wir werden jetzt abgeholt. Genau. Dann denke ich, geht's erstmal zum Hotel oder so. Erstmal einchecken ins Hotel und schon, dann. Ja, bin schon richtig gespannt auf das Hotel. Bau gespannt. Leute, sind hier in der Sporthalle gelandet, in Hamburg aber. Yes. Wir haben gerade hier noch ein Video gedreht, das seht ihr bald online. Kommt bald. Auf jeden Fall, ja, wir haben richtig Hunger bekommen. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal was essen, was ordentliches. Was Feines und. Ja, Mann. Nach dem Sport, wir haben gerade ein bisschen Sport gemacht, wird erstmal dick gespeist. Ja, schöner Grillteller hier mit allem dabei. Das hauen wir zu zweit jetzt weg. Genau, zu zweit Spaß. Wir sind zu viert natürlich. Ja, wir stärken uns jetzt erstmal. Und dann mal schauen, was wir dann machen danach. Genau, spontan. Yes, jetzt wird das mal reingehauen.
Leute, wir sind gerade in Hamburg an der Alster. Yes, jeder kennt den Platz, glaube ich. Yes. Das ist halt der typisch Hamburger Platz hier. Genau, ein bisschen am Rumgehen, chillen. Ja, was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir gucken einfach rum, gehen ein bisschen rum. Wolltest du noch was kaufen oder so? Spontan, wir können ja mal rumgehen. Okay. Du musst ja nach Sonnenbrillen gucken, ne? Ja, aber muss nicht sein jetzt. Ja, wir können auch so einfach ein bisschen rumgehen. Ein bisschen ausgenießen. Komm. Spring mal runter hier. Hier ein bisschen die Gänse. Komm, Insta ein bisschen leben. Komm. Soll Kelvin runterspringen oder nicht? Und Leute, gebt Daumen hoch, wenn wir mal in einer anderen Stadt einen Tag Insta machen sollen. Ja, können wir mal in einer anderen Stadt machen, ne? Schreibt, in welche Stadt wir gehen sollen. Guck mal, da liegt Geld. Geh mal da hin und sammel das. Muss da Geld reinwerfen, dann bringt das Glück. Okay, wir müssen ein paar Bilder machen, glaube ich. Und dann, ja, mal gucken, was wir machen. Peace out. Übrigens, Leute, das ist unser Leihwagen für Hamburg. Bam. Ein Porsche Cayenne. Wir zeigen den auch gleich nochmal von außen. Yes. Wir fahren erstmal zu einer geilen Stelle, würde ich sagen. Genau, dann gucken wir uns den genauer an. Oh. Und ja, hier stolz mein Motor. Ja. Genau, was haben wir mit dem Schlüssel? Kein kranker Start. Sound, Leute. Ist Diesel. Leute, das ist das gute Stück. Yes. Porsche Cayenne S Sport, aber ist Diesel. Ja, Mann, von Diesel. Sound ist jetzt nicht so am Start. Genau. Aber ist nice, auch richtig geräumig. Ja. Ja, damit kann man sich blicken lassen, auf jeden Fall. Yeah. MM für Marvin. Marvin. Yes. Schon ein heftiges Teil. Ja, Mann. Ja, sind ja am Hafen gerade, ne? Ist vielleicht ein bisschen windig. Aber man müsste alles hören. Und übrigens, danke an First Class Mobil für die Zurverfügungstellung des Autos. Ja, Mann. Thanks. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Hotel. Leute, wir haben ein überheftiges Hotel, haben wir ja schon gesagt. Wir haben es eben schon von draußen gesehen, das sah heftig aus. Ich bin gespannt, wie die Aussicht drin ist. Ja, Mann. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt vor dem Zimmer. Yes. Wir sind gespannt, also es sieht schon alles generell edel hier aus. Von außen auch. Wir zeigen jetzt nochmal von außen, aber jetzt erstmal das Wichtigste, das Zimmer. Gucken, wie so ein erster Eindruck jetzt. Ein dickes Suite. Oh, nice. Oh. Guck mal, die Aussicht. Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Guck mal, das Bett. Boah. Alter, boah, warte, das Licht ist gerade so blau, so scheiße. Und Leute, die Kamera ist gerade richtig blau. Ach du Scheiße. Erstmal die Vorhänge hier auf. Aber ich glaube, die sind elektronisch. Kann sein, dass die elektronisch sind. Alter. Ey, zieht sich das rein, man sieht ganz Hamburg. Ey, das ist echt krass. Panoramazimmer. Richtig weit oben. Boah, zieht euch das rein. Krass. Schmeiß ich mal aufs Bett. Schön war ich. Alter. Heftig. Was ein Zimmer, Mann. Gucken das Badezimmer. Es geht ab. Ja, Badezimmer. Man hätte es nicht anders erwartet. Guck mal, man könnte hier baden, hat den Ausblick. Weiß und clean. Vor allem abends ist das heftig. Richtig krass. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Zieht euch das rein, Mann. Bombe, ne? Boah, geil aus, Mann. Das ist so ein Bötchen. Da ist die Dusche. Ach so, die Dusche ist. Boah. Mach mal hoch wieder. Und Alter, hier mit Regendusche. Alter, hier könnte man wohnen, Alter. Hier könnte man leben. Mann. Junge, guck mal, hier pennen, Alter, und dann die ganzen Lichter sieht man. Zu krank. Hier nochmal mit geilem Licht, eben war alles so blau. Bam. Hier ganz Hamburg. Im alles im Blick. Oh, was ist das denn? Köstlich. Irgendwelche Pralinen. Leute, so sieht das mit. Oh, offenen Gardinen aus. Ja. Das macht alles. Alter. Das ändert alles. Das ist. Bam. Überkrass. Das ist einfach nur. Und hier ist so ein kleines Fenster. Die Aussicht ist zu krass. Hier aufwachen. Ja. Yeah. Der Sonnenstrahl ins Face. Wir sind einfach. So. Hammer. Und nochmal riesen Dank an The West Inn in Hamburg. An das Hotel. Richtig krass, dass wir hier nächtigen dürfen. Also mega Location, mega Aussicht. Riesen Dank dafür. Ist jetzt ein bisschen windig, aber wir sind jetzt hier auf dieser Terrasse. Wunderschöne Aussicht. Draußen. Ja, Mann. Hier sieht man alles nochmal. Wir zeigen das gleich nochmal von außen, von weiter weg. Das sieht auch krass aus von außen. So Leute, es ist gerade sehr windig. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Auf jeden Fall, wir waren noch unterwegs. Und wir zeigen euch jetzt mal das Hotel von außen. Genau. Richtige Bucht. Da ist quasi so ein steiniges Gebäude und darauf ist das ganze Hotel nochmal genau gebaut.
Das sieht noch krass aus von weiter hinten. Vielleicht morgen können wir nochmal filmen. Genau. Alles überkrass. Und richtig hoch. Ja, würde ich sagen, chillen wir uns jetzt im Zimmer. Bestellen uns vielleicht noch was zu essen, was Feines. In unserer Suite. Wir haben noch Insta-Bilder gemacht. Genau. Leute, checkt uns auf jeden Fall auf Instagram ab. Einmal hier MarfFit und hier CalvinFitty. Yes. Like die Bilder, wenn ihr die seht. Und folgt uns natürlich. Ihr wisst Bescheid. Richtig. Und wir haben übertrieben Hunger jetzt. Ja, Mann. Wir werden jetzt erstmal die Speisekarte durchnehmen. Ja, Mann. Ich will auch danach einen Kuchen. Einfach mal genau. Ein bisschen cheaten jetzt. Heute ist ein kleiner Cheat, Mann. Kann man sich mal gönnen, Alter. Ja, wir waren nur unterwegs, deswegen. Ganz Tag unterwegs. Nachher geht's noch. Das Hotel hat ein Gym. Das hat 24/7 auf. Ja, Mann, das ist richtig geil. Perfekt für uns. Ja, können wir nachher noch Fitness gehen. Es gibt sogar ein Schwimmbad hier. Was heißt Schwimmbad? Also Spa und Sauna. Aber wir haben leider keine Badehose mit. Können wir leider nicht hin. Ja. Aber beim nächsten Trip machen wir das auf jeden Fall. Nehmen wir Badehose mit. Aber jetzt erstmal die Speisekarte abchecken. Wo ist die gute Speisekarte? Ganz, ganz wichtig. Wo ist die, Junge? Erstmal gemütlich im Bett. Ja, wir haben hier ein Doppelbett, Alter. No homo. Ja, Mann. Ihr wisst, wir haben jetzt hier die Speisekarte. Genau, so schauen wir mal rein, was es gibt. Guckt, was zieht euch das rein, wenn man hier liegt, Alter. Wildlachs. Das ist jetzt leider Baustelle, aber trotzdem heftig. Ja, Mann. All day dining hier. Boah, bis 0 Uhr, heftig. Perfekt für uns. Boah, was ist das denn? Rinder. Rinder-Carpaccio. Wir haben uns entschieden. Wir nehmen. Jeder nimmt einen Hamburger, ne? Genau, zweimal Hamburger. Und dann dickes Dessert. Bananen-Schoko-Pudding mit griechischen Joghurt, Erdbeeren und Honig. Ja, Mann. Wir nehmen einfach das Gleiche, weil es ist einfach zu geil. Leute, in Hamburg ist einfach 24 Euro. Ich bin gespannt, was das für ein Burger ist. Ob wir davon auch satt werden und ob der kräftig ist. Weil für 24 Euro muss man schon ordentlich Beef erwarten. Deswegen noch ein Dessert dazu. Boah, wird geil, Mann. Und ja. Wir sind richtig ausgehungert. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt. Lego. Die Minibar haben wir noch gar nicht gecheckt. Muss eine von denen hier sein? Ne, dann nicht. Oh, okay, hier sind nur Getränke drin. Was ist das denn? Wir waren jetzt nochmal unten an der Rezeption. Wir waren zu dumm, um das Telefon zu bedienen. Ja, okay, es war besetzt einfach. Genau, war besetzt. Genau, und wir sind dann runtergegangen, haben wir da die Bestellung vor Ort abgegeben. Yes. Und nachher sind der leckere, köstliche Bilder von der Bestellung. Leute, ich habe noch nie ein Hotel Essen bestellt. Das kam mir. Also eine Kellnerin hat das hier reingerollt mit dem Tisch hier. Richtig krass, Mann. Alter, hier ist unser Burger. Der kam ja mit Pommes, ne? Hab ich voll vergessen. Ey, das Beef, guck mal. Boah, richtig fett, Alter. Richtig fett, Alter. Oh mein Gott, ey. Was ist das? Das ist so krank hier. Krass, ey. Man fühlt sich wie so ein König, Alter. Ja, Mann. Das ist so heftig. Krank, Mann. Krass, Mann. Hier noch unser Dessert. Boah, jetzt wird das mal schön gespeist. Gegessen ohne Ende. Alle. Boah, davon machen wir jetzt erstmal ein paar Insta-Stories. Würde ich auch mal sagen. Bleibt auch aktiv, Freunde. Dann bekommt ihr immer alles schon vorher mit. Genau, bevor es auf YouTube landet. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann denieren wir das Ganze. Das ist gut gehen. Soll ich den Burger anfangen? Ja. Boah, gerade sieht das geil aus mit dem Hintergrund. Oh, krank, komm. Hau mal rein. Und? Boah. Das Fleisch ist krass. Okay, nice, geil. Gönn dir, Alter. Komm, finish es ab. Komm. Jetzt mal eine Pommes. Riechen die Pommes? Ja, auch nice. Gut. Boah, richtig gut. Sehen zwar nicht so geil aus, aber sind auch heftig. Okay. Boah. Es ist echt saftig, Mann, dieses, dieses Stück Fleisch, Leute. Krank. Oh mein Gott. Boah, wir genießen es jetzt, Leute. Essen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns nachher. So, ihr seht, es vernichtet das Food. Wie geht's dir, hä? Sehr gut gesättigt, hat richtig geil. Schön sacken lassen. Hammer, wir verdauen jetzt schön und danach, später geht's noch ins Gym, das hat ja 24 Stunden auf. Genau. Perfekt. Richtig geil. Und ich gönne mir jetzt ein Bad, Leute. Ich gehe eigentlich nie baden. Gönn dir. Aber heute gönne ich mir mal ein Bad. Bei dieser Badewanne, dieser Aussicht da, wenn man die Lichter ausmacht, heftig. Tue ich noch ganz viel Shampoo rein. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Shampoo und so reingemacht. Hier ist noch so Badesalz, glaube ich. Machen wir weiter. Oh, es riecht so geil. Oh ja. Oh ja. Oh shit, guck mal, wie viel Schaum, Alter. Nimmst du oder? Oh, ja, ich dachte, du schläfst doch. Guck mal, wie viel Schaum. Oh, ich bin das eingeklatscht, krass. Ein Shampoo und einen ganz normal. So auf dem Kopf? Ja. Okay, das müsste reichen. Boah, nicht gechillt, ey. Oh, mal ein Abgang. Ciao. Wünsche dir einen guten Aufenthalt. Vielen Dank, gell? Raus, ne?
Wir sprechen uns gut erholt nach diesem Bad. So sieht's nochmal aus, wenn das Licht aus ist. Hier ist das Schaumbad. Hier diese Aussicht, Alter. Das ist ja nicht normal. Leute, man gönnt sich. Leute, wir haben 6.30 Uhr morgens und die Aussicht ist einfach nur geil morgens. Sonne und Spiegel, überall Spiegel am Start. Und selbst auf dem Klo, Leute, im Badezimmer, so eine Aussicht. Leute, wir testen jetzt mal das Gym von hier. Wie spannend das aussieht, ne? Genau. Zeigen schon mal auch die Lobby, haben wir gar nicht gezeigt. Lass mal die Karte raus. Danach wird schön gefrühstückt. Auf jeden Fall. So. Nice. So. Spa Fitness. Oh, Etage 6. Also. Morgen. Ja. Und Schwimmbad. Schwimmen mit dem Start. Auch zum Fitness. Also gibt es schon mehrere Räume. Ja, okay, ist sehr, sehr klein. Also viel kann man hier nicht machen. Okay, da hat es jetzt mehr erwartet. Da hinten ging es noch lang. Kraftsport ein bisschen wenig. Ja, es war schon sehr wenig. Okay, hier ist eine Umkleide. Jo, ich würde mal sagen. Jo, das war's mit dem Workout. Frühstücken gleich. Jeden Frühstück. Aber Leute, heute machen wir ein bisschen Cardio. Bisschen Cross-Trainer. Was wir sonst nicht machen. Zum Frühstück. Oh, 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 boah, guck mal hier, Leckereien. Brötchen. Boah, noch mehr Leckereien. Leute, wir haben Fett. Guck mal hier. Oh, das, boah, ich glaube, da ist noch so Pudding drin, weißt du? Ja, richtig krass, Mann. Hier ist auch noch Wurst und sowas. Lachs. Ist noch Ei und sowas. Das wird kräftig. Gemüse. Müsli ist auch hier. Ja, war auch auf dem Bild. Geil, Mann. Leute, wir sind fertig, haben uns ein paar Platten hier zusammengelegt. Ja, Mann, hier schön. Schöne Omelettes. Frisch gemacht. Frisch gemacht. Frisch gepresster Orangensaft gab es auch noch. Richtig geil. Plus frisch gepresster Grapefruit Saft. Du hast denn nichts gemacht, ne? Ja, Mann. Richtig geil, Mann. Boah, gönn dir nachher noch einen Kappo und so. Cappuccino. Ja. Und Juden, ne? Juden. So ein Nachtisch, ein kleines Müsli. Cappuccino. Und dasselbe. So Leute, wir checken jetzt aus. Hotel schön sauber verlassen wieder. Richtig yes. Geil hier gewesen. Ey. Das war's mit Hamburg. Das war's von Hamburg erstmal. Ein Tag Hamburg reicht eigentlich. Ne? Ja, mal schauen, wo die nächste Reise hingeht. Yes. Leute, gebt mal einen fetten Daumen hoch, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, wenn wir mal reisen. Ja, mal Daumen hoch dafür. Dann wissen wir, euch gefällt das Ganze. Genau. Ja. Wir starten und sagen Tschüss. Yeah. Tschüss Hamburg. Vorher ist das Hotel gewesen auf jeden Fall. Ja, Mann. Auschecken. Hier nochmal der geile Spiegel. Peace. Peace. Bevor wir in den Flieger gehen, erstmal ein bisschen stärken. Yes. Oh, was hast du dir gegönnt hier? Joghurtbecher, ne? Mit Erdbeeren hier. Lecker, lecker, lecker. Von dir ein Orangensaft. Genau, hier schönes, genüssiges Brötchen, Salami. Und Orangensaft, der steht sogar frisch gepresst. Läuft.
Wir sind wieder in Köln angekommen. Yes. War ein nicer Trip. Ein Tag hat mir aber gereicht. Ja, hat irgendwie gereicht so. Zwei wäre auch nice, aber einer hat eigentlich auch gereicht. Hat auf jeden Fall gepasst. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, gebt einen Daumen hoch für mehr Reisen. Yes, Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, hier mal fit. Und hier Kevin Fitti, folgt euch auf den neuesten Stand. Yes. Sonst könnt ihr gerne noch unsere Merch abchecken, erster Link in der Beschreibung. Und noch schöne Grüße an Markus. Bam! Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt wollt, müsst ihr uns einfach abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir das Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes. Schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiviert. Wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace.